So, und dann herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Fiesta Online. Das müsste Part Nummer 17 sein und das erste, was wir in dieser Folge machen. Ich habe das Inventar geöffnet, wenn ihr sehen könnt, da. Ich habe ein paar Karten hier im Inventar gefunden. Okay, einer hat irgendwo jemand einen auf den Boden geschmissen, habe ich auch aufgehoben, so den hier. Ich würde sagen, die registrieren wir mal alle. Das sind alles neue Karten, das ist ein Boss, nicht Bossmob. Das ist ein Mob aus dem Level 110er Bereich oder so. Oder jemand liegen lassen. Oh, das ist sogar ein versteckten Titel. Na gut. Einmal den fliegenden Stab. Einmal den Grabfuchs. Und einmal den Magierbuch der Dunkelheit. Das sind die neuen vier Karten, die wir haben. Damit wir besser aussehen, haben wir ja noch... wie heißt denn das? Achso, Eldarine haben wir eine Studienuniform. Ziehen wir uns mal an. Plus Flügel. So sehen wir jetzt aus für die nächsten 7 Tage oder wie das war, ne? Ne, ein Tag nur. Okay. So, ich starte nicht ohne Grund jetzt neben Mützen. Was Mützen? Ja, Mützen. Mützen. Weil wir hier eine Quest abgeben können. Das tun wir auch mal direkt. Dann haben wir direkt schon die ersten Erfahrungen in diesem Part gesammelt. Wenn die mal nicht labern würde. So, Quest beenden, haben ein bisschen Erfahrung bekommen. In Rumen müssten wir auch Quests abgeben können. Machen wir auch direkt. Da, Rumen. Hoffentlich gibt es keinen Ladebug. Nein, ich hatte gestern gleich dreimal einen Error gehabt. Also, mit anderen Worten, das Spiel abgeschmiert. So, wo konnten wir zwei Quests abgeben? Eine hier. Machen wir auch gleich. So, weiter, weiter. Und irgendwo können wir noch abgeben, ne? Oder wie war das? Oh, wir haben so viele Quests. Okay, die alle hier runter will ich nachher alle aufgeben, weil die machen wir auch nicht mehr. Das wird zu viel. Unbequeme Aufgabe. Na gut, dann questen wir mal direkt. Ich habe eigentlich nicht viel zu sagen. Außer, dass ihr vielleicht gesehen habt, dass ich ein paar Gold weniger habe. Der Grund ist, ich habe Materialien gebraucht für weitere T2-L-Runen. Die Dinger hier. Weil wir die ja herstellen können. Ich habe auch offscreen ein bisschen hier weiter gelevelt. Das können wir jetzt hier Tier 2 herstellen. Wenn wir natürlich die Lizenz dazu holen. Hier, die Materialien braucht man dafür, für L-Run T2. Und ich habe da einiges hergestellt. Natürlich hat eine Materialien ein bisschen was gekostet, ne? Komplett Lager voll. Ihr seht T2-L-Run hier. Bisschen Kupfer habe ich auch gefarmt. Bam! Noch mehr. Der Grund, dass ihr so viel hergestellt habt, ist, dass ich den nachher verkaufen wollte auf Screen. Damit wir ein bisschen mehr Geld reinbekommen. Es wurde noch nicht so viel verkauft. So 150 Stück. Ich glaube, ich habe 400 hergestellt oder so. Ja, geht doch mal hier hoch. Meine Güte. Habt ihr Angst vor Treppen oder was? Naja, ich habe 400 T2-L-Run hergestellt ungefähr. Und 150 verkauft. Und dann haben wir natürlich noch nicht das Geld eingebracht, was wir ausgegeben haben. Beziehungsweise noch nicht. Aber jetzt werde ich ausgemachen. Also das Verkaufen. Damit erspare ich ein bisschen Zeit. Und jetzt kommen ein paar Lags. Das ist in diesem Gebiet immer so. Beziehungsweise im Zentrum des Gebiets hier. Jetzt geht es wie einigermaßen. So, dann geht es direkt mal weiter. Das waren die beiden. Jetzt geht es direkt weiter im Mondscheingrab. Hätte es gedacht. So, wir haben so einige Quests hier. Wir werden garantiert nicht alle schaffen. So, was sind die erste Quest hier? Das wird hier angezeigt. Die wir eine Karte liegen lassen. Nehmen wir auch für später. Spinnen brauchen wir. Okay. Wenn wir Spinnen brauchen, dann können wir auch ein paar Spinnen. Komm, ich will Gruppe einladen. Eine Gruppe einladen. Oh, ist bereits eine Gruppe. Okay, dann geht's natürlich nicht. So, dann können wir ein paar Spinnen. Fledermaus-Schweinchen brauchen wir nicht. Fledermäuse brauchen wir auch. Okay.
Mag jemand mir jemand 20 Gems verkaufen, biete 20 Kupfer. Oh, das ist ein sehr faires Angebot. Nehme ich direkt mal an. So, zack, nächster Tod. 10 Spinnstachel, sagt die Frau. Ich habe schon gesehen, die Fledermaschweiche uns nähert. Den will ich nicht begegnen. Also ich würde zwar überleben. Ah, kümmert sich niemand drum. Aber es wäre halt Zeitverschwendung. So, ich habe letztes wieder Aura Kingdom ausprobiert auf dem PC. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache vielleicht ein Testvideo und stelle es hier auf YouTube. Ob ihr mit solchen leichten Lags dieses Let's Play sehen wollt. Heute ist Mittwoch, da ist die 6. Folge vor kurzem rausgekommen. Damit ungefähr wisst, wann ich die Folge mal aufnehme. Ich werde, glaube ich, morgen oder so oder nächste Woche, muss ich gucken, wann ich Zeit habe, ein paar Aura Kingdom Videos hochladen, beziehungsweise eine erstmal mit dem Tutorial und dann euch vorstellen. Und wenn ihr im Kommentarbox hinschreibt, dass ihr ein Let's Play davon sehen wollt, trotz dieser geringen Lags, sage ich mal, werde ich es natürlich machen. Wenn ich keinen Kommentar lese oder jemand sagt oder nur geschrieben wird, warte mal mit dem Let's Play, bis du einen neuen PC hast, damit keine Lags mehr da sind, damit das LP noch viel besser, also in höhere Qualität ausgestrahlt wird. Dann warte ich natürlich halt, ne? Wird aber, ich denke mal, ein halbes Jahr dauern oder so. Muss ich gucken. Aber ich habe, wie gesagt, letzte Woche ausprobiert, da hat sich so einiges verbessert. Vor allem gibt es neue Klasse, neue Charakterklasse. Finde ich schon eigentlich recht geil. Das ist so eine Art Ninja, sage ich mal. Aber mehr will ich auch nicht verraten. Aber es gibt da mehr Klassen als hier in Fiesta. Oh, One Hit. Nicht schlecht. Können wir ein paar Punkte verteilen? Nein. So, Fledermäuse haben wir schon mal. Brauchen wir noch ein paar Spinnen. Oder zwei Spinnstacheln. Weil wir die Quest eh bald beendet haben, machen wir es mal. Zack, nichts tot. Wilde Imps brauchen wir nicht. Spinnenstachel, ich habe eine Karte gesehen, genau. Spinnenstachel. Keine Quest beendet. Okay. So, was brauchen wir noch? Die 10, das ist. Ah, die 8 Spinnen brauchen wir mit fliegender Stäbe und Magiestäben. 1 und 3, die sind hier oben. Brauchen wir Kräuterwurzel. Die werde ich jetzt nicht sammeln. 3. Einmal Zombie, meine erste wiederholbare Quest, ne? Ich mag keine wiederholbare Quest. Ich mag sie nicht. Später ist es ein Muss, aber hier mag ich sie überhaupt nicht. In diesem Levelgebiet, sage ich mal. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Feuer des Lampenfifis. Brauchen wir die da auch? Nein, aber die Stäbe halt, ne? Oder was als erstes machen, sind die Grabfüchse. Oder gelangweilte Grab. Oh! Der erste Spot ist schon mal weg. Nö, oder? Na gut, im nächsten Part werde ich dann die gelangweilten Füchse machen. Ist halt ein begehrte Quest. Hätten es also sind auch keine mehr. Ich will die Lampenfifis machen, ne? Es gibt einfach gerade so viele Quests hier. Auf einen Haufen geschmissen. So, aber hallo, da. Oh, jetzt kämpfen wir gegen 2. Sehr schön. Ich muss abhauen. Das sind zu viele. Einer muss abhauen. Na komm schon. Bin ich gegen 2 gleichzeitig kämpfen? Das sind zu viele. Einer ist abgehauen, gut. Dann kämpfen wir mal den einen, weil die haben ziemlich viel HP, also ziemlich viel Leben. Aber die Spawnrate oder Droprate mit den Dingern ist auch nicht gerade sehr hoch. So, wir aktivieren mal hier einen kleinen Buff. Dann haben wir eine erhöhte Ausweichchance. Der Lampenpfiff hat anscheinend keinen Bock auf uns.
Oh, jetzt. Wohlgemerkt, ach, ich habe nur die Hälfte meines Lebens noch über. Sollte ich mal angreifen. Oh, ah, einer ist gedroppt. Yes! Einer ist gedroppt. Jetzt brauchen wir noch einen. Oh, du hast den Feuer. Dick, du ignorierst es schon wieder. Dick, ignoriert das die ganze Zeit. Jetzt! Ein Viertel des Lebens rüber. Und dann ist auf die Idee gekommen, ah, sollte man angreifen. Natürlich nicht gedroppt. Nehmen wir mal auf. Wir haben genug Platz im Inventar. So, wo ist der nächste? Wo ist der nächste Ignorant? Da ist ein Apfel. Da hinten ist einer. Nein, hier ist auch einer. Okay, der hat uns sofort bemerkt. Der ist ein bisschen klüger im Gegensatz zu den anderen zwei vorherigen. Die haben anscheinend gar keinen Helm gehabt oder sowas. So, du gibst mir jetzt dein Feuer. Oh, dann halt nicht. Dann halt dein Kollege hier. So, gibt es Feuer? Nein, das hat kein Feuer. Das hat kein Feuer voll. So, Apfel. Zack. Hier haben wir durch. Danke für die Karte. Oder auch nicht. Denn hier sind auch noch zwei Lampenfifis. Warum drücke ich auf die 4? So. Komm, du hast Feuer. Ach, der hat kein Feuer. Der hat aber Feuer. Ja, die Dropperate bei diesen Gegnern ist ziemlich gering, wie ihr seht. Ich glaube, die liegt bei 10% oder so geschätzt. Vielleicht bei 20, weiß ich gerade gar nicht. Jetzt haben wir zwei Lampen, wie es ist. Nee, ne? Ich kann gerade keine Fähigkeit nutzen. Komm, stirb schneller. Stirb schneller. Oh, endlich. Weg hier. Einfach nur weg. Weg hier! Dämliche Lampenfifi. Und hinten gibt's sind nicht da. Ah, die brauchen wir auch. Drei Zombie-Ritter. Das müssen Elite-Mobs sein. Killen wir die mal. Drei Stück. Beziehungsweise jetzt erstmal einer. Dann mal gucken, ob wir in dieser Folge 3 hinbekommen. 7 Minuten haben wir noch. Ah, boah! Was hat der denn für einen Schaden? Einen haben wir schon mal. So, die brauchen wir auch, die Grabfüchse. Und zwar deren Reisentaschen oder die Reisentaschen, die gestohlen haben. Und kein Grabwolf zu uns. Gut. Das ist auch mal nice. Zack, nächste Reisetasche. Zombies brauchen wir glaube ich nicht. Die Stäbe bräuchten wir. Aber die sind hinter den Zombies. Und die Zombies brauchen wir nicht. Gut. Der Zombie wird uns. Ich habe kurz gehofft, dass sie zu den anderen Typen hinläuft. Aber natürlich nicht. So, dann gehen wir mal in unsere nächsten Stäbe. Oh. Ich dachte kurz, das fehlt ein Stab. Oh, hier ist sogar ein Grabfuchs gedroppt. Gedroppt, genau. Ein Grabfuchs ist gedroppt. Nein, ein Grabfuchs ist gespawnt. Sogar noch einer. Und noch eine, wie auch immer, sind die eher weibliche. Zumindest an die Brüste. So, zack, gib mir deine Reisetasche. Oh, hat er nicht. Da, der hat, oder die hatte. Habe ich nicht gesehen. Die sind auch noch mit Grabfüchse. Da, Königsstäbe. Wir brauchen deren Auge. Die haben einfach so ein hässliches Face hier. Zack, der kam noch nicht mal an uns dran. Und zack. Nächste Grabfuchs. So, du hast auch eine Reisetasche bei dir. Ja, jetzt brauchen wir nur noch einen Kill von denen. Also hier, fliegender Stab. Zack, tot. Ist ja bei jedem Kill irgendwie zack, ne?
Grabfuchs. Dann müssen wir die Quest beendet haben. Ah, wir können eine abgeben, die jetzt auch. Ja, brauchen wir nicht. Geben wir direkt ab. Die nächste, ach ja, das war das mit den Lampenfifis. Das wird fast Level 35. Grabfuchs brauchen wir es nicht, aber die Stäbe. Da hat sich einer versteckt. Komm, ignoriere uns Grabwolf, danke. So, jetzt die Königsstäbe. Einen brauchen wir noch, aber der ist jetzt nicht hier, oder wir warten. Aber ich bin kein Freund des Wartens. Oder, ja, es wird ein bisschen langweilig für euch, wenn ich jetzt ganz hier rumstehe und warte, spawn endlich. Weil dessen können wir andere Quests machen. One Hit! In einem Schlag ist er schon gestorben. That's nice. So, jetzt brauchen wir zwei Magiestäbe und wie viel noch? Wie viel von denen da? Auch zwei. Dann haben wir die nächste Quest beendet. Der Königsstab ist jetzt aufgetaucht. Ich würde sagen, den kennen wir jetzt mal. Wenn er ein Auge vor uns hat. Gib dein Auge, wirf dein Auge her. Auf uns. Wirf dein Auge auf uns. Hat er auch getan. Gehen wir ab, sind wir Level 35. Nein! Nicht ganz. Oh! Komm schon! Zwei Magiestäbe. Hätten jetzt ein nächster Magiestab. Oh, nee, der ist hier gespawnt. Komm bitte. So, nächste Quest beendet. Und da sehe ich einen Zombie-Ritter. Ich würde sagen, bevor wir die Quest abgeben, kennen wir den Zombie-Ritter mal kurz. Wenn er nicht abhauen würde! Der hat uns kurz ignoriert. So, einen bräuchten wir noch. Aber ich glaube nicht, dass wir in dieser Folge schaffen. Beziehungsweise da hinten ist, glaube ich, läuft auch einer rum, oder? Oh, wir haben eine Karte gedruckt bekommen. Ich würde L drücken, nicht I. Mein Mikrofon droht schon runterzufallen. Habe ich schon bemerkt. Aber erster will ich ein Level up haben. Sehen. Yes, geht doch! Geht doch! Jetzt brauchen wir Grabwölfe. So, ich werde denen eine Lektion erteilen. Machen wir nicht. Fuchsjagd. Da, oh, Geschichte von Rumänien. Es laberte wieder, keine Ahnung wie lange. Oh! Da sind sie aufgetaucht. Das werden jetzt aktuell für uns die nervigsten Gegner sein. Weil die einfach jeder haben will. Da war ich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Muss ich zugeben. Aber wir haben die gleich. Da ist man mal kurz abgelenkt und schon tauchen sie auf. Ist mal typisch, oder? Aber ich hoffe, wir kriegen die hier. Wenn die. Ich frage aber in der Gruppe. Ist am einfachsten. Danke. So. Fuchsjagd einmal kurz abgeben. Auf zur Jagd. Dann hören wir uns nochmal die Geschichte von Ruminus an. Wir wurden ja abgelenkt. Acht Götter habe ich schon gelesen. Wäre mal interessant zu wissen, aber. Nö. Nö, nö. Quest beendet. Das brauchen wir nicht. Turmisel nehme ich erstmal nicht an. Das werde ich glaube ich nie machen. Und das will ich auch nie machen. Dann sind sie aufgetaucht. Gut, dass wir jetzt eine Gruppe haben. Dann geht das alles ein bisschen schneller voran. Dann war auch gleich die nächste Quest schon beendet. Und das haben wir noch in dieser Folge geschafft. Yay! Wir schaffen mal was in einer Folge. So, zack. Quest abgeben. Oh, eine neue Quest. Es ist Grabwolf.
Oder wir brauchen Grabwölfe. Es ist nicht Grabwolf. So, zack. Zack. So. Jetzt brauchen wir von denen auch eine wiederholbare Quest. Oh. Haben wir auch abgeschlossen. Was brauchen wir jetzt von denen? So, da hinten gab es ja auch einen. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Wen hat sie gerade gekillt? Ein Grabfuchs. Weil hier läuft auch manchmal so ein Zombie-Ritter rum. Aber in diesem Fall jetzt nicht. Na gut, ist halt so. Und ich verabschiede mich schon für diese Folge von Let's Play 4 zu Online. Wir sind schon bei 21 Minuten. Vielen Dank fürs Zusehen. Ein Like nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Wäre nett, wenn ihr ein Abo da lässt, während die Tante an uns durchrennt. Damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Ja, wie ich schon bereits gesagt habe. Tschüss, bis zum nächsten Part.